Eva-Maria Himmelbau, ÖVP, ist nun an Bord. Seit dem letzten Jahr auch in der Bundesregierung einen höheren Stellenwert, in dessen Arbeit auch eingenommen hat. Harald Mara und Sonja Stessel haben bereits im Sommer 2015 mit der Erstellung einer Digital Roadmap begonnen. Und es wird wichtig sein, dass diese strategische Ausrichtung und die darin beinhalteten Maßnahmen, die am 18. Februar präsentiert werden, in einem breit angelegten Prozess auch abgestimmt werden. Als junge Volkspartei haben wir erst am Montag unsere Ideen und Maßnahmen für ein digitales Österreich präsentiert, um uns genau in solchen Prozess auch einzubringen. Denn den digitalen Wandel ist ein Thema, das uns in allen Lebensbereichen auch betrifft. Und es liegt an uns, ob wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und auch, ob wir die Herausforderungen meistern. Sei es, um die Politik moderner zu gestalten, bei der Verwaltung oder bei den Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger, sei es beim Einsatz moderner Technologien und die Vermittlung digitaler Kompetenzen im Unterricht oder sei es auch in der Gestaltung der Arbeitswelt, um diese moderner zu etablieren durch die Möglichkeit von Homeoffice, durch die Zusammenarbeit mittels der Technologie oder, wie es der Herr Minister Stöger schon angesprochen hat, auch mit der Modernisierung der Wirtschaft durch beispielsweise Industrie 4.0. Wieso spreche ich das an? Ich spreche das alles an, weil es dafür natürlich eine entsprechende Grundlage auch braucht. Eine Breitbandversorgung in ganz Österreich. Und ich freue mich darüber, dass der Herr Minister Klug auch diesem Thema so einen hohen Stellenwert auch schon in seiner Rede eingeräumt hat. Denn es ist wichtig, einen konsequenten Weg auch in der Breitbandversorgung in Österreich auch fortzuführen. Gerade was den ländlichen Raum betrifft, braucht es hier auch Zugang, braucht es hier auch Datenautobahnen, um der Bevölkerung, um unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten der Digitalisierung auch anbieten zu können. Und ein zweiter großer, wichtiger Punkt ist auch der Bereich der Forschung und der Innovation. Und Sie als Minister haben hier einen wesentlichen Budgetposten, auch was die Forschung und die Innovation betrifft. Und unser Rohstoff in diesem Land ist der Mensch, seine Innovationskraft, die Forschung und die Entwicklung im Unternehmen, auf unseren Unis, auf unseren FHs und unseren Instituten. Und sie sind der Garant dafür, ob wir im globalen Wettlauf auch vorne mit dabei sind. Dafür braucht es unsere gemeinsame Anstrengung, um von den Innovation Followers zu den Innovation Leaders zu kommen. Und ich bin schon der Meinung, wir sind hier auf einem guten Weg, wenn wir uns die Forschungsquote anschauen, wenn wir uns aber auch die letzten Rankings anschauen. Aber ich mahne auch, Stillstand bedeutet Rückschritt. Und deswegen wünsche ich uns eine zukunftsgerichtete, gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dankeschön. Um die Digitalisierung in Privathaushalten wie in der Industrie, Stichwort Industrie 4.0, voranzutreiben, sei der Breitbandausbau eine zentrale Maßnahme, betont Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP.